Das sollte nicht der Anfang eines Vlogs. Hallihallo Freunde. Also jetzt geht der nächste Tag hier los. Gestern habe ich die beiden abgeholt. Maria und Joshua sind jetzt da. Wir haben das Zelt aufgebaut. Der Bus steht. Wir waren gestern noch ein bisschen am Strand. Ich habe auch noch ein paar GoPro-Aufnahmen gemacht. Und jetzt laufen wir ein Stück. Man weiß nicht so ganz genau, wie lange, weil Joshua war hier jetzt schon mal vor ein paar Jahren und er sagt, es gibt irgendwie eine geile Stelle, wo wir auf jeden Fall mal hin müssen. Und ja, wir sind hier auf dem Campingplatz. Wie heißt der? Camping Brioni. Camping Brioni. Und ja, auch ganz nett hier, 15 Euro die Nacht für jeden. Und das finde ich, ist auch noch okay. Ja, passt. Und jetzt werden wir mal die Richtung laufen und dann hoffentlich gibt es ein paar schöne Aussichten zu sehen. Ja, Freunde, wir haben noch keinen Erfolg zu verbuchen, aber Joshua ist sich nicht sicher, ob wir auch auf dem richtigen Weg sind. Es sind wirklich nur drei Bretter. Das ist der krankeste Shit, Mann. Wir sind an dem Ziel von Joshua angekommen. Hier könnt ihr so eine kleine Hängebrücke sehen und da oben ist auch noch eine Rutsche. Und hier werden wir jetzt wohl mal ein paar Stündchen genießen. So hochgehen. Ich dachte, der stirbt, weil er irgendwie nicht weiß. Brücke, die Rutsche auf ihn So Leute, wir sind jetzt hier durch. Ihr seht es nochmal im Hintergrund. Richtig idyllisch gewesen, den ganzen Tag hier gewesen. Die Rutsche ist leider zusammengebrochen. Ihr habt das vielleicht in einem ganz kleinen Ausschnitt gesehen, zum Glück bevor ich gerutscht bin. Also ich bin schon ein paar Mal gerutscht vorher und dann ist es leider irgendwie schief gegangen. Aber uns geht's allen gut. Bei einem Rückwärtssalto bin ich an einem Stein angedotzt unten. Bin ein bisschen die Schienbein noch aufgehauen. Aber so ist das Leben nun mal. Und ja, wir haben alle überlebt, gehen jetzt zurück und wollen ein bisschen grillen. Ja, dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Guten Morgen, Freunde. Also wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Schneiden hier und so. Und ja, echt schöne Bilder, alles so cool hier auf jeden Fall in Kroatien. Es sind noch ein paar Tage. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, euch haben die Bilder von gestern auch sehr gut gefallen, weil uns hat es da sehr gut gefallen. Ja, und es hat echt Spaß gemacht. Heute habe ich echt Muskelkater, muss ich sagen, und ein bisschen Sonnenbrand mal. Das erste Mal jetzt hier in Kroatien. Und ja, somit möchte ich auch den Vlog beenden gerne. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben zeigen, wie immer. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Ein paar Tage sind es noch in Kroatien. Also haut rein.